Ein Versuch wird angelegt. Auf einem Grasfeld werden zweierlei Güllen angewandt. Auf der linken Hälfte wird herkömmliche Schweinegülle ausgebracht. Auf der rechten Seite wird mit PenaG behandelte Gülle ausgefahren. Um objektiv urteilen zu können, wird die gleiche Menge Gülle mit gleicher Technik zum gleichen Zeitpunkt ausgefahren. Das Ergebnis wird einige Zeit später zu sehen sein. Die Auswirkungen in der Natur als erste Priorität. Und mit der Wissenschaft gibt es mehr und mehr Zusammenarbeit. Denn auch von dieser Seite will man die Reaktionen in der Natur beobachten. Der Versuch wird fortgesetzt. Ein praktischer Versuch. Schafe werden auf das Feld gelassen, das zuvor mit zweierlei Güllen gedüngt wurde. Links die herkömmliche Gülle, rechts die mit PenaG behandelte Gülle. Die Tiere werden ohne Hunde frei laufen gelassen. Und auch hier zeigt sich eine Reaktion, die schon häufiger in der Natur beobachtet wurde. Die Tiere fressen lieber das mit behandelter Gülle gedüngte Gras. Nach kurzer Zeit halten sich alle Schafe auf dem Teil der Wiese auf, auf dem das PenaG eingesetzt wurde.